Hallo Freunde, ich bin's mal wieder, Micha Outdoor aktiv. Wie bereits im letzten Video angedroht, habe ich mich heute auf den Weg begeben und werde mal ein bisschen am Elbe-Lübeck-Kanal, wie auch immer, entlang fahren. Und da gucken wir mal, was sich da bietet, ob es was Interessantes zu sehen gibt. Sollte das so sein, zeige ich es euch. Ich nehme euch mal einfach mal mit. Wenn ihr Bock habt, dann hängt euch an. In die Richtung geht es erstmal los. Da unten sind wir jetzt gleich am Kanal. Noch in der Stadt Lübeck. Okay, auf geht's. Die Richtung geht's. Die Brücke hatte ich beim letzten Video schon mal erwähnt. Etwas rostig, aber schön, habe ich gesagt. Die Mühlenbrücke. Okay, los geht's. Fliegen hier glatt die Mücken in den Mund. Unglaublich. Für die Situation wäre natürlich der derzeit allseits beliebte Mundschutz nützlich gewesen. Aber gut, hatte ich erstmal nicht auf. Auch nicht nötig. Obwohl, Fliegen hätten es dann nicht in den Mund geflogen. Wären wir dann nicht in den Mund geflogen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich bin dann gleich an der Kuhseelbrücke. So, ist der Kanal. Von da kommt dann so ein bisschen die Trave rein, die dann so um Lübeck herumfließt. Ja, wie man sieht, liegen ein paar Schiffchen. Ist der Lübecker, ja, was ist der Lübecker Yachtclub? Ich reagiere mal, schreibe es unten rein. Ja, wenn ihr welche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, sonstiges, Lob und Tadel, unten reinschreiben, Kommentare, dafür sind sie da. Macht reichlich Gebrauch davon. Okay, jetzt geht's weiter. Ciao. Ja, hier nochmal einen schönen Blick über diesen Kreuzungspunkt hier, Kanal und Trave. Dahinter die drei Kirchtürme. Dieser doppelte, der dann auf der Seite zu sehen ist, ist der Dom. Andere dürfte St. Petri sein. Ja, das Gebäude, was ihr da hinten seht, ist die zentrale Verwaltung von Träger. Träger sagt euch vielleicht was. Träger ist so ein Hersteller von medizinischen Geräten und ist ja gerade in aller Munde wegen der Beatmungsgeräte, die gebraucht wurden. Da sind die Kollegen nochmal ordentlich nach oben geschossen. Da vorher ging es gar nicht so ganz so gut. Aber als dann Corona losging, ist jetzt wieder ein Grund für Verschwörungstheorien. Haben sie natürlich dann doch einiges machen können. Okay. Jetzt geht's da weiter. Wie gesagt, da im Hintergrund der Dom. Ja, Start vieler Aktionen zum Olympischen Rudertag 2016. Haben sie vergessen abzuhängen. Ja, hier, Stand-up-Paddler im Sitzen. Ja, da ist dann jetzt hier der, wie gesagt, Lübeck-Kanal. Dann aber so ein kleiner Seitenarm, der einmal so
um diese Gartenkolonie da hinten drumherum läuft. Der Kanal, ja, so ganz viel ist da auch nicht mehr los mit. Der hat halt nicht mehr die Maße, die er eigentlich haben müsste für die ganze Binnenschieferei. Aber so ein paar kommen schon noch rüber. Das ist halt die Verbindung von der Elbe rüber hier zur Ostsee, ne? Der schnellere Weg, aber wie gesagt, kann ich mir alles drin fahren. Und Ausbau, wie das heute so ist, alles sehr umstritten immer. Aber gut, schön ist es trotzdem. Da gegenüber, wo der Krach herrscht, Stadtwerke, das ist am Gasometer, eingepackt. Da noch ein schönes Gebäude. Da haben wir jetzt die Stadtwerke. Mal gesehen. Das nächste hier ist die Firma, Weltfirma. Naja, Weltfirma. Erasco. Gute Suppen und Eintöpfe. No borders. Ein Blick zurück. Über diese Eisenbahnbrücke da vorne fahre ich gleich. Ich könnte auch noch die nächste nehmen, weil der Weg auf der anderen Seite dann nachher weitergeht. Aber ich nehme die da. Ist besser. Brauche ich nicht immer über die Straße. Okay, da geht es jetzt weiter. Ja, das Bäumchen sieht ziemlich tot aus. Ich glaube nicht, dass danach was kommt. Wir nähern uns der Brücke. So, da muss ich jetzt hoch, da muss ich mal für absteigen. Okay, wir sehen uns von oben. So, ein kleiner Blick von der Brücke. Da im Hintergrund sieht man nochmal das Gasometer. So, ein schönes Bauwerk der Deutschen Bahn. Hier fahren die Züge drüber. Tippen wir hier auf der ersten eher nicht, die sieht ziemlich verrostet aus, aber da hinten fahren sie tatsächlich noch. Das ist die Strecke von Lübeck nach Hamburg oder Hamburg nach Lübeck, wie ihr wollt. Und dann geht's mal weiter. Langsam geht es dann jetzt raus, also die weg. Ein Stückchen ist noch. Nächste Brücke. Dann sind wir so gut wie durch. Dann sind wir so am Rand des Stadtteils Mäusling. Okay, und da geradeaus geht es jetzt erstmal weiter. Ich gehe gleich weiter, zeige euch da noch ein bisschen was. Macht's gut. Darf ich dich filmen? Kollege? Bist weit genug drauf. Ich frag ja. Hast du was gefangen? Okay. Ich wollte dich nicht stören da. So, das ist also die Brücke gewesen, die letzte Brücke gewesen, wo ich hier drüber gekonnt hätte.
um auf die andere Seite zu gelangen hier hin. Die Seite, weil auf der Seite hört der Weg auf. So, wie ihr seht, Fahrradweg. Halt der Weg hier über den Kanal lang nach Lüneburg. So, wie ihr lesen könnt, Lüneburg 92 und Kromesse, da in die Gegend will ich. Okay. Super Wetter erwischt, kann man nicht meckern. Heute Morgen sah es erstmal nicht so aus. Der Weg hier, alte Salzstraße. Früher wurde dann jetzt hier über den Kanal, jetzt weiß ich, ob dieser war, ich glaube ja nicht. Die Stecknitz, glaube ich. Der Stecknitzkanal wurde genutzt, um Salz aus der Ecke Lüneburg da hinten nach Lübeck und auf die Meere zu bringen. Deswegen ist Lüneburg auch Hansestadt und hat Geld, oder hat zumindest Geld, wie Lübeck ja auch. Lübeck hatte mal Geld. Aber wenn man sich die Stadt Lübeck oder die Stadt Lüneburg anguckt, die Altstädte, dann sieht man schon, wo das Geld hingegangen ist. Haben sie schon schön gemacht, muss man ja mal sagen. So, aber auch der Kanal ist schön. Gefällt mir sehr gut. Da hinten mit den geschnittenen Kopfweiden. Mal sehen, wie lange die brauchen, bis sie wieder etwas gewachsen sind. Toll, gefällt mir gut. Ja, jetzt geht's weiter, die Richtung da. Der Kuckuck. So, die Brücke, die jetzt nach vorne kommt, ist die Autobahnbrücke der A20. Von Lübeck rüber nach Polen, über Rostock, Stralsund. War zu damaligen Zeiten selbstverständlich schwer umstritten. Überall Feuchtgebiet und was es alles gibt. War es trotzdem schön und schön ruhig geblieben. Also relativ, wenn man da drunter durchfährt, stimmt nicht. Ja, das sah heute Morgen nicht so aus, wenn das so warm wird. Ich schwitze ganz schön, ey. Die Sonne ballert. Hier ist auch nirgends Schatten. Ey. Na gut, kam trotz ja. Wir haben Juni, ne? Und zwar den 4. Ein Schiffchen liegt da, das wird bloß aufwärts. Oder Kanal aufwärts oder Kanal abwärts, läuft halt. Ich glaube, da kommt das ja also aufwärts. Ne, ab, ne? Abwärts. Ja, für die ist natürlich noch gut geeignet, für die ganzen Sportboote. Guck mal hier. Das war lila Blumen. Ja, Raps hat leider so gut wie verblüht. Kann ich euch nichts zeigen. Das wäre mal alles richtig gelb gewesen. Ein bisschen sieht man noch. Die ja, von Büserwald. Mal schauen. Meine stand ein kleines Schiffchen drin. Ja, Sportbötchen. Geht er hier runter oder geht er hier rauf? Geht gleich runter. Okay, wird schon geschleust. Nee. Da liegt schon noch einer, glaube ich. I'm not mad at all. We both tried and tasted wrong.
von uns vorne ist doch. Hier befindet sich der Hofladen der Familie Mainz. Mainz, Mainz, Mainz. Mal gucken, was ich gleich sagen kann. Mainz, Mainz, Mainz. Ist hier gerade im Ortsausgang. Okay, wir sehen uns dort. So, jetzt sind wir da. Da, wo hier dran steht, Spargel. Der Bauer Mainz, sag ich doch. Und nicht in die Hühner. So, das ist der Bauernhof mit Hofladen Main. Nee, Mainz. So, fahre ich wieder zurück. Also Freunde, kann ich nur empfehlen. Sehr schöner Hofladen. Kein Bio, aber alles gut. Auch das Fleisch, ganz hervorragend. Kann ich empfehlen. Also, dann nehmen wir mal zu. Nicht so weit weg. Hofladen Mainz. In uns vor der Biesdorf oder Biesdorf. Okay, jetzt geht's da runter wieder zurück an den Kanal und dann fahren wir wieder nach Hause. Und wenn es was zu sehen gibt, zeige ich es euch selbstverständlich. Okay, bis gleich. Ja, sind so vom Fahrrad, also nicht vom Fahrrad, mit dem Fahrrad von mir zu Hause aus so ja, 15 Kilometer. Aber zurück, 30, kann man ganz entspannt mal hinfahren. Mit dem Auto ist man natürlich in 20 Minuten hier. Aber gut, Fahrrad tut es ja auch, gerade bei dem Wetter. Okay. Und wer hätte das gedacht, wir befinden uns hier auf dem Pilgerweg. Welcher ist es? Via Scandinavica, der Jakobsweg. Da haben wir noch den Hinweis, alte Salzstraße. Und wo sind wir jetzt hier? Da. Da ist der Kanal, da fahren wir jetzt wieder zurück. Geht es dann wieder so rüber. Ein barrierefreier Angelplatz. Heidewitzka, was es alles gibt. Schön. Da vorne kommt tatsächlich ein Schiff. Wer hätte das gedacht? Guck mal, fahren doch ein paar Schiffchen auf dem Kanal herum. Cool. Nicht schlecht. Und nicht mal ganz so klein. Kollege lässt sich nicht so richtig stören beim Essen da oben drin. Ja, tschüss, mach's gut. Ab in die Elbe. Ja, immer du hilfst. Ja, man muss auch mal Glück haben. Ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt hier am Kanal gewesen.
sieht man, glaube ich, sonst eher selten. Aber gut, schön. So, jetzt fahren wir wieder zurück. So, wenn man ein bisschen reinzieht, sag ich mal eine halbe Stunde, bin ich eigentlich in Lübeck. Dann noch mal eine halbe Stunde durch die Stadt, dann bin ich wieder zu Hause. Ja, und das machen wir jetzt mal. Nicht ganz so schnell vielleicht. Wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Haben Urlaub. Na, die Büsauer Schleuse im Hintergrund schon zu erkennen. Die gelben Punkte, die da aus dem Grün rausreichen. Rausragen. Hier wieder die Kunst. Kunst im Schilf. Das ist ja die Autobahn. So Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, das war eine schöne Tour. Für mich war sie schön. Ich hoffe für euch auch. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Mitkommen. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, gerne mal, wie gehabt, einen Daumen hoch. Ein bisschen was in die Kommentare schreiben. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Anregungen, Tipps, USW. Okay, das war's. Den Rest fahre ich jetzt alleine, weil da hinten raus, da habt ihr alles schon gesehen. Sollte da zufällig ganz was Ungewöhnliches auftauchen, werde ich es festhalten und euch zeigen. Ansonsten sage ich Tschüss, euer Micha. Bis zum nächsten Mal irgendwo aus Deutschland, irgendwelchen Küchen, Baggerlöchern oder was auch immer. Macht's gut. Tschüss.